Herzlichen Dank. Zuerst einmal, mein Computer ist eingegangen. Jetzt habe ich mit der Hand schreiben müssen. Ich hoffe, mein Herz nicht beim Lesen. Was habt's denn? Was habt's denn gemacht mit dem Osama? Hat zornig gefragt der Obama. Wir wollten einen Ladendiebstahl begehen, aber leider ist ein Unglück geschehen. Irgendwie hat sich gelöst ein Schuss und auf einmal war dann Laden Schluss. Über dem Meer haben wir ihn ausgeladen, kein einziger Haifisch kam zu Schaden. Na, ist schon gut, sagt der Obama. Dass die, genauso ist. Dass der hin ist, das ist kein Drama. Ob er jetzt fressen, die Fisch oder die Maden, fürs Gericht wird Osama nimmer geladen. Die ganze Welt freut sie wirklich und echt, aber ist einfach der Schiersten gerecht? Gibt's nicht eine Rechte für schlechte Leid? Oder bringen wir wem um, wenn's die meisten freut? Auch der Tod von Gaddafi und Co. macht viele Menschen froh. Aber wenn wir alle Arschlöcher da schießen, werden wir am Ende das selber bürsten. Die Welt ist weiblich. Eine Frau hat es leicht, sagen nicht nur die Männer, die es schwer haben. Eine Frau hat es leicht, weil eine Frau kann rosa Schuhe tragen und trotzdem sagt keiner Schwuchtel zu ihr. Eine Frau findet er viel leichter wie ein Mauer einen Job, weil eine Frau um weniger Geld hagelt. Eine Frau hat es leicht, weil ihr keiner vorschreibt, ob sie beim Pinkeln sitzen oder stehen kann. Eine Frau hat es heute leicht, weil keiner von ihr erwartet, dass Kochen, Bügeln oder Stricken kann. Männer sollten das kennen, wenn sie bei den Frauen punkten wollen. Eine Frau darf sich das Frühstück ans Bett bringen lassen und bleibt trotzdem eine liebe Frau. Ein Mann, der das Gleiche macht, ist ein Pascha. Eine Frau kann leicht mit 10 Euro in der Tasche die ganze Nacht von einem Lokal ins andere ziehen. Ein Mann mit 10 Euro in der Tasche ist in 10 Minuten wieder daheim. Frauen leben leicht 10 Jahre länger als Männer. Frauen kommen leichter in eine Disco rein. Frauen haben es leicht, weil die Männer glauben, sie sind ihnen was schuldig. Eine Frau kann leicht eine andere Frau davon überzeugen, dass sie sich dafür, dass ihr Urgroßvater, ihr Urgroßmutter missbehandelt hat, jetzt an ihren jetzigen Mann rächen darf. Leider gibt es ja Männer, die glauben, wenn solche Frauen nach dem Mund reden, werden das Lager leichter haben. Schnecken! Nichts wird für die Männer leichter. In Zukunft müssen alle als Frau auf die Welt kommen. Dann wird uns allen leichter sein. Viel leichter. Sogar das Kinderkriegen wird leichter werden, wenn der Storch endlich seine Pflicht erfüllt. Danke. Also Harry, ich muss schon sagen, dass die Frauen immer leichter haben, das glaube ich nicht, weil wenn Frauen so bewerten, wie gerade die Tanja bewertet worden ist, dann dauert es eine Weile, bis wir es leicht haben. Das war schon ein Witz, ja, sage ich jetzt, ohne dass ich auf meine Runden schaue. Habe ich sowas gehört gesagt. Und ich muss es auch immer vor der Pause sagen, weil ich weiß, ob das nach der Pause noch wieder hört. Und jetzt fahren wir wieder mit der U-Bahn. U1, Stephansplatz. Und bitte, das ist wirklich wahr. Ja, also alles, was ich da schreibe, die U-Bahn-Dialoge, das ist wahr, auch wenn es nur so blöd klingt, ja, aber es ist so. Mehrere Frauen stehen mitten auf dem Bahnsteig rund um ein aufrechtes Ofenrohr, auf das jede eine Hand gelegt hat, während die andere Hand durch die Luft wachelt. Die Frauen singen und wackeln mit den Hüften. Zwei andere Frauen stehen ein Stück weiter weg und schauen interessiert zu. Was machen die da? Die dann die Erde heilen. Was? Blödsinn. Und wieso weißt du das? Ich habe schon einmal gesehen, da bin ich einer aufgefallen, weil ich zugeschaut habe und dann haben sie mich eingeladen, dass ich mitmache. Und hast? Ja, aber irgendwie war es peinlich. Aber warum muss das da sein und nicht, sagen wir, auf einer Wiesen? Weil da geht ein Lehlein durch. Auch was?
Na, das soll ja so eine Kraftlinie sein, wo das Göttliche oder was weiß ich durch die Welt geht. Und da das soll eine Verbindung sein zwischen Afghanistan und Amerika. Ah ja, ich glaub's ja auch nicht. Und was tun die mit der Blechrieren? Da tun sie die gute Energie aufleiten, dass die Welt besser wird. Alles klar. Und wie wissen sie dann, dass die Energie um ist? Das spüren sie, sagen sie. In Urin, was weiß ich. Ich spüre jedenfalls, dass die ziemlich angrenzt sind. Ich spüre das in Urin. Geh mal, geschwind, die schauen her. Ich will mich mit denen nicht mehr einlassen. Sie rennt weg. Und zwei Schottenring. Eine Freundin, Mann. Er, das haben sie da super hingekriegt. Weißt du, dass wir da unter dem Donaukanal stehen? Ehrlich? Über uns rinnt Wasser? Ja, stell dir vor, da ist alles so schön und oben rinnt Wasser über uns drüber. Ich muss raussehen, wenn da was ist, rinnt Wasser rein und mir das so viel gerotzen. Sie geht weg, wird immer schneller, er läuft ihr nach. Geh, was soll das denn sein? Ein Erdbeben, ein Tsunami. Blödsinn, wo soll das denn der Tsunami herkommen? Er nimmt sie um die Schultern. Geh, Gerd, ich brauch's keine Angst haben. Ich hab einen Schmäh gemacht, tut mir leid, das einzig Nasse über uns ist, wenn ein Hund hinbrunzt. U6, Spittelau. Ein Mann isst eine Leberkässemmel, beißt ein richtig großes Stück ab, als sein Handy läutet. Er meldet sich und geht, während er isst, und er telefoniert auf und ab. Mehrere Leute fühlen sich gestört. Spucken Sie mich nicht an! Sie wischt sich mit einem Taschentuch das Gesicht ab. Die halbe Semmel haben sie mir ins Gesicht gespuckt und Leberkassbröckel noch. Mann, der mit dem Essen fertig ist. Sehen Sie nicht, dass ich telefoniere? Geh, Alter, ich muss aufhören, ich rühre mich später wieder. Zweiter Mann, mich haben sie auch angespuckt. Und das soll Glück bringen, dass angespuckt werden. Aber nur von einem Burgschauspieler und nicht mit Leberkassbröckel drin. Die Stammgäste wissen, dass sie auch manchmal an so Ansprachen. Und ich habe jetzt eine der Jahreszeit entsprechen. Liebe Fremdenführer und Verführerinnen, die Tage werden länger, die Nächte kürzer, das Eis wird teurer. Und das Mikro aus. Halten wir es mit zwei Händen. Gut. Das Eis wird teurer und das Herz wird bücher. Mit einem Wort, der Sommer kommt. Nur kommt er leider nicht alleinig. Mit ihm stehen uns nämlich wieder ganze Horden von Pauschaltouristen ins Haus. Die über unser schönes Heimatland hereinbrechen, werden wir die hungern. Und fest entschlossen sind, dass sie sich bei uns da erholen. Obwohl man sie in Österreich eigentlich gar nicht erholen kann. Weil man sie nämlich die ganze Zeit von Österreich erholen muss. Aber das ist denen Touristen ja wurscht. Aber nicht nur das. Außerdem wollen die noch so ein Sightseeing machen. An jedem Souvenirladen bis zur letzten Mozartkugel leer kaufen, die Handtierchen aus dem Hotel fladern und alles und jeden fotografieren. Besonders der Banner. Von denen sind schon so viel da, dass sie sich teilweise nicht mehr selber gegenseitig abwürgen können. Was für lauter Japaner die Sites gar nicht mehr sehen. Gegen den Stephansplatz im Mai ist Tokio in der Raschauer eine Lerchelschance. Liebe Reiseleiter und Hostessen, in dieser Zeit der Überfremdung, der wir schutzlos ausgeliefert sind, bleibt uns nur einzig Ausweg. Die Touristen nehmen, wo es nur geht, und deren Aufenthalt in unserem schönen Österreich solche Art zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Nur einer Hoffnung dürfen wir uns dabei nicht hingeben. So viel können wir für eine Sachertorte und eine Melange gar nicht verlangen, dass die Touristen im nächsten Sommer nicht verlässlich wiederkommen. Wie ein Bumerang. Oder wie die jährliche Gösenblock in der Lobau. Liebe Neckermänner und Frauen, es hilft alles nichts. Japaner sind viel, Italiener sind laut, Skandinavier vertragen nichts und Biefke sind Biefke. Das ist kein Saga. Aber solange sie Geld eingesteckt haben, sind wir freundlich zu ihnen. Nachher können wir ja eh sagen, was wir uns denken. Ohne Maulkorb. Und wenn es dann endlich wieder zu Hause fahren, geht es bei uns der Spaß sowieso erst richtig los. Aber vorher möchte ich, liebe Guides und Guidesinnen, doch um eine professionelle Touristenbetreuung ersuchen.
Aber wenn die Japaner alle dann durcheinander rennen wie im Flohzirkus, müsst ihr es nach einem Stadtrundgang wieder verlässlich ins Hotel zurückbringen. Und zwar vollzählig, damit sie nachher noch die Handtücher fladern können. Ja, ich weiß auch, dass das nicht so einfach ist, weil die ja alle gleich ausschauen. Na, dann zählt es halt an. Was heißt da einer mehr oder weniger, ist da auch wurscht. Bei uns zählt jeder Tourist gleich viel. Außer er zahlt mehr. Weil schließlich und endlich müssen wir nicht nur unsere Touristen ins Hotel zurückbringen, sondern vor allem unsere Schäfchen ins Trockene. Und apropos ins Trockene bringen. Wir wollen die Sitzbezüge von unserem Luxusautobus nicht nach einer jeden Seniorenreise austauschen müssen. Also sucht während längere Fahrten für ausreichend Pausen. Und wenn die Fahrt wegen der vielen Pinkelpausen statt nach Venedig zum Beispiel nur nach Wiener Neustadt geht, auch Wiener Neustadt hat Kultur. Man muss halt suchen. Aber selbst wenn es in Wiener Neustadt keine Kultur geben sollte, ein Heidel werden schon an. Und das ist bei einer Seniorenreise sowieso die Hauptsache. Zum Schluss noch ein Wort zum Umgang mit Touristen vom anderen Geschlecht. Wir sind Fremdenführer, keine Fremdenfährführer. Reisebegleitung ist kein Escort-Service und all-inklusiv heißt nicht Full-Service. Vor allem unsere männlichen Kollegen möchte ich anzogen, Touristinnen zur Erweckung ihrer sinnlichen Bereitschaft in übel beleumundete Animierlokale schleppen, ist ein absolutes No-Go. Na, No-Go! Das ist Englisch. Ein Girdelpuff ist keine Touristenattraktion. Und wenn die Japanerinnen dort zum Fotografieren anfangen, kriegen wir Bredeln. Und ich will auch keinen mehr dabei erwischen, wie er die ihm anvertrauten Touristinnen eintrankelt, damit er nachher leichter zum Schuss kommt. Das gilt ganz besonders für Kollegen, die sich dabei selber in einen Zustand versetzen, dass nachher nicht einmal mehr das richtige Hotelzimmer finden. Wenn mir nur einmal Beschwerden von Reisenden zu Ohren kommen, die was auf den Ort völlig unbeteiligt, nicht nur zum Handkuss kommen sind, werden wir uns von den betreffenden Kollegen unverzüglich trennen. Der kann dann schauen, wo seine Reise hingeht. Zum Abschluss möchte ich allen Kolleginnen und Kollegen aber trotz allem einen wunderschönen Sommer wünschen, und Sommer, der so schnell wie möglich vorbeigeht. Damit wir im Herbst endlich wieder ganz unter uns sind. Obwohl ich da gar keine Angst habe, weil wir sind wir, wir bleiben wir. Nur mit einer vollen Brieftasche. Gute Reise.